Damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück hier zu Room Factory 5. Das gibt ja gar keinen weiteren längeren Titel. So, im letzten Part haben wir ein bisschen was gepflückt und ich weiß gar nicht, kann ich das da reinnehmen, ne? Nein. Ich möchte den Stöckchen haben, danke. Ich dachte, ich könnte das Stöckchen da auch reinpacken. Naja, egal. Gut, wir haben jetzt diverse Aufgaben bekommen und darunter war ja auch was mal herstellen. Unsere Runenkraft ist leider ein bisschen ausgeschöpft, aber wir sollen 6 Arten von Gemüse. Jage das gesuchte Monster und nutze den Chemiekasten, um Medizin herzustellen. Und ich soll einmal irgendwas herstellen. Würde sich ja rein theoretisch anbieten, irgendwas herzustellen, was meine Runenpower erhöht. Medizin herstellen. Erholungstrank. Kräutermix. Starkes Gewürz. Süßes Pulver, Heiltrank. HP, Heiltrank, HP. Ach komm, kann ich nur den Erholungstrank herstellen. Naja, nichts, was meine Runenpower wiederherstellt. Finde ich ja ehrlich gesagt ein bisschen schade. Aber okay, gut. Damit haben wir die Aufgabe erfüllt und abgeschlossen. Von Simones Gehilfe hätte ich auch nichts anderes erwartet. Wenn du da bist, brauche ich mir keine Sorgen machen, Roleplay. Ich weiß nicht, wie viel du hiermit anfangen kannst, aber ich meine es als aufrichtigen Dank. Spielkraft, okay. Und wieder eine neue Aufgabe. Bringe eine deiner Fertigkeiten auf Stufe 20. Hey, bist du fleißig wie immer? Ich nicht, aber im Schläfchen halten macht mir so niemand was vor. Ist das wirklich etwas, was man können muss? Solange du nur irgendetwas gut bist, kommst du mit allen im Leben klar. Versuch doch eine deiner Fertigkeiten auf Stufe 20 zu bringen. Dann siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Glaub mir das. Du kannst deine Fertigkeitsstufe auf der Seite Fertigkeiten im Camp-Menü nachschauen. Und ist schon abgeschlossen, aber ich würde jetzt gerne wissen, welche Fähigkeit habe ich denn auf 20? Schlafen bestimmt, ne? Und jetzt ist das Rezept hier, Fertigkeiten. Schlafen, schlafen, schlafen. Landwirtschaft. Abbau. Ah. Irgendwas auf 20? Gehen? Oh, schlafen und immer mehr gehen. Okay. Na, sieh mal einer an. Du hast es tatsächlich geschafft. Vielleicht entdeckst du ja bald deine verborgenen Kräfte als Wesen der Nacht. Und dann können wir... Nein, das reicht erstmal. Das hier kannst du schon mal haben. Okay, danke. Eine Waffenfertigkeit auf Stufe 15. Und ich bekomme den Sturmangriff. Dank deiner harten Arbeit hat sich der Ruf des Silos in letzter Zeit verbessert. Allerdings dürfen wir uns davon nicht einlullen lassen. Als eingeschworene Beschützerin Rickbarts müssen wir immer noch weiter an uns arbeiten. Wenn du also nicht mindestens eine Waffenfertigkeit auf Stufe 15 bringst, könntest du uns das später Schwierigkeiten machen. Wenn du verstehst, was das bedeutet, ein Seed-Hüter zu sein, musst du deine Fertigkeiten, in Schuss halten. Wie eine Waffe. Okay, und dadurch, dass ich jetzt halt hier mit der Waffe die ganze Zeit kämpfe, Fertigkeiten. Nicht liebe Landwirtschaft. Ach, Schmieden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche das ist. Ich glaube, es ist zu Axt und Hammer. Und da bin ich ja eigentlich schon relativ weit. Ist jetzt echt zu Axt und Hammer? Die Kampfsense zählt zur Axt. Okay. Gut. So, das könnte man ja in Verbindung bringen mit den Gesuche. Jetzt gerade noch mal gucke, wo sind die denn? Die Gesuche. Wo waren die? Wo waren die? Wo waren die? Wo waren die? Hey, mein Gen ist wieder verbessert worden. Ich möchte einen Auftrag ausführen.
Sonstiges. Blödes Ding. So, Feldhauptmann. Aber das wollte ich gar nicht. Was brauchst du heute? Die Liste gesuchter Monster. Ah! Um welches willst du dich als erstes kümmern? Okay. Südliche Region gesichtet. Forus Waldland. Alles klar, dann zurück an die Arbeit, Hüter. Forus Waldland. Osterwald. Kann natürlich überall hier sein. Ich weiß halt nicht, wie es heißt, ne? Es ist Vulkangebiet. Ah, dann gehen wir dahin. Großes Waldland. Das ist so einfach eigentlich, ne? Zwei Aufgaben mit einer Klappe. Ne, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne, Aufgaben eigentlich. Und ich muss den halt fangen. So, dann schauen wir doch mal. Vielleicht finden wir den ja hier. Das sind auch nur so Wollschafe. Bleib doch mal stehen. Danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Toll, ja. Weg. Perfekt. Ja, hier ist weiter nichts. Wartet, 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 wartet. Dann nehmen wir die Sichel. Auch gut, sobald ich meine Runenmacht wieder verbessern. Aber hier war er nicht. Also gehen wir weiter. Der Suche nach dem gesuchten Monster. Und wir müssen es fangen. Das ist halt wichtig. Wo ich noch nicht weiß, ob ich das überhaupt hinkriege, ob ich dafür überhaupt schlau genug bin. Pilz. So. Noch irgendwas? Nein. Hier oben könnte was sein. Jedenfalls eine Kiste. Oder auch nicht. Spielkrautsaat. Nee, da ist er auch nicht. Dann gehe ich mal in die andere Richtung. Wieso sind die denn wieder da? Hier sind diese Büffel. Bring mich aber auch nicht weiter. Auch nur die netten Bienchen auf.
Käferchen. Hähnchen. Oder Hornissen. Komm, Mann. Warum scheint es irgendwas zu geben? Aber auch hier ist er nicht. Nein. Ich bin weg. Das sind nicht die Gegner, die ich mir vorgestellt hatte. Okay. Ich habe doch hier Erholungstrank. Einfach? Okay, das war easy. Jetzt weiß ich halt nicht, ob hier noch irgendwas sein könnte oder nicht. Und oh, da vorne sind Erd. Goblin Bogenschütze. Und der leuchtet rot. Das Ding ist. Ich möchte jetzt nicht unbedingt gleich umklatschen. Ah, okay, das mache ich nicht. Den halte ich mir jedenfalls auf Abstand. Echt, der hätte ein bisschen weniger drauf. Hab dich. Wunderbar. Seht ihr mal, so einfach geht das. Dann haben wir den. Damit haben wir denn die Aufgabe erledigt. Jetzt weiß ich nur nicht, was die anderen Aufgaben alle waren, aber... haben wir alles. Und damit kriegen wir jetzt wieder was Neues. Wobei, ich könnte es eigentlich auch einfacher machen, ne? Ja, Außenposten, Rickbart, Lied. Sieht, ist doch schon mal eine schöne Sache. Eine Anfrage, aber ich habe doch... Ich habe doch die Aufgabe erfüllt.
Fange die gesuchten Monster. Achso, melde dich beim... Okay. Dann gehen wir jetzt hier rein und melden uns bei ihr. Ich habe gerade vom Hauptquartier gehört, dass du ein gesuchtes Monster festgenommen hast. Du hast dich mit dem Monster stattdessen angefreundet. Ich glaube... Mich tritt ein Küffel. Gut gemacht. Yay, ein Kochbrot. Immer weiter so, Hüter. So erstatte ich also mein gesuchtes Monster Bericht. Genau, wenn du bestimmte gesuchte Monster besiegst oder im C-Drang aufsteigst, erhältst du Abzeichen. Sie dienen quasi als Zeichen deines Ruhms. Alle Abzeichen haben unterschiedliche Effekte, also erweisen sie sich bei zukünftigen Aufgaben bestimmt als nützlich. Öffne das Camp-Menü, gehe zu Hüternotizen und öffne dort den Abschnitt Seed-Abzeichen. Dann kannst du eines anlegen. Okay, ein Kochbrot. Ist ja auch schon mal nett. Ist ein Kochbrot, ne? Also halt sonstiges. Werkzeugbrot, Kochbrot. Wenig Erfahrung, um was zu kochen. Ja. Ich habe zu wenig Erfahrung zum Kochen. Jetzt gehe ich hier hin und... gut gemacht, Hüter. Das Hauptquartier sollte jetzt einige Zeit lang zufrieden sein. Hier ist eine Belohnung für gute Arbeit. Bin ich nicht nett? Sag bloß nicht, dass ich nie etwas für euch tue. In Streich, okay. Haben wir jetzt noch eine neue Runenfertigkeit? Ich habe immer noch keine Stiefel, fällt mir gerade auf. So. Langschwert. Waffe Kurzschwert. Okay. Axt und Hammer. Wir packen das jetzt erstmal da rein. Dann habe ich jedenfalls mal ein bisschen was. Nett. Nett, 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 nett. So. Nein, sehen. Was kann ich denn jetzt verkaufen? Was habe ich denn bekommen, was ich verkaufen kann? Die Pilze finde ich immer gut. Die kann man immer gut verkaufen. Die Schleife wollte ich verkaufen. Die brauche ich nämlich definitiv nicht mehr. Das ist ja. Die sind ja auch viel wert, ne? Na gut, das nicht. Blaues Gras. Unpunkte plus 4, aber eigentlich nicht wirklich hilfreich. So, was haben wir noch? Medizinkraut. Pilz. Ein Ei. Okay, das ist verdammt viel wert. Finde ich gut. War es aber schade. So, gab es jetzt hier noch neue Aufgaben? Nee, ne? Erstmal, genau, jetzt muss ich erstmal hier alles abschließen, aber wir können jetzt immer die Monster jagen. Das ist ja schon mal etwas. Wo waren die Aufgaben da? Erkältung. Und Waffe auf Stufe 15. Und wir haben die Waffe auf Stufe 9. Da brauche ich noch ein bisschen. Wobei... hier wechseln. Nicht in der Form, wie ich es mir dachte. Dann gehen wir jetzt einfach mal schlafen. Ich habe eigentlich noch genügend Zeit. Ich muss jetzt nicht unbedingt schlafen gehen. Also ich kann auch das nächste gesuchte Monster jagen. Eine Fee. Okay. Aber ich bekomme wieder keinen Hinweis, wo sie sein soll, ne? Also ich gehe mal davon aus, wir bekommen schon einen Hinweis, aber...
Halt. Diese Waffenfertigkeit da. In zentraler Region gesichtet. Dann gehen wir mal zur zentralen Region und das wäre... Ja. Je nachdem, wie zentral es halt wirklich ist, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Hier gehe ich aber dann mal oben lang. Kann man sich jetzt wirklich die Frage stellen, inwieweit ich jetzt hier lang muss? Aber vielleicht ist sie ja hier entlang. Zum Beispiel hier hinter. Dann müsste ich also hier erstmal runter. Hier runter, hier runter, hier runter. Dann hier links. Hier sind nur Käferchen. Okay, es ist die nächste Stufe, die wir jetzt erreicht haben. Die 10er. Aber nein, hier ist sie auch nicht, die Fee. Danke. Das Insektenhorn wollte ich auch noch haben. Aber was ich auch gelernt habe, ja, nicht mehr irgendwie hier die Gegner auf der anderen Seite angreifen. Das könnte eine Herausforderung werden. Nope, hier ist auch nichts. Also gehen wir weiter hier in diese Richtung. In der Hoffnung, dass wir sie hier finden. Eichhörnchen waren ja eigentlich lieb, aber... Ja, ich wusste es. Warum hast du dich verbeugt vor dem? Du sollst nicht verbeugen, du sollst sprinten. Egal. Hier ist ein Weg lang und hier ist ein Weg lang. Oh, ich glaube, die Gegner sind hier ein bisschen härter. War gut. Egal. Spore. Irgendwas anderes verloren hier? Nee, ne? Nein. Greifst du jetzt erstmal nicht an. Hörst du auf, die anzuvisieren. Hier ist Holz. Hatte ich jetzt noch irgendwelche Tränke, um mich hochzuheilen? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Das hält mich zu stark hoch. Ah doch, da. Paralyser. Heilt Lähmungen. Egal, behalten wir erstmal. Ich kann jetzt hier runter... Ich muss halt vorsichtig gucken. Also gucken, wo ich überhaupt bin.
Bin ich überhaupt noch in dem Gebiet? Feld. Orkjäger. Kann er jetzt zum Glück überall zwischendurch. Okay, die Büffel sind zu stark. Das heißt, da muss ich definitiv noch nicht hin. Nicht zu stark. Könnten hinter sein. Okay, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg, ganz schnell. Ich glaube nicht, dass sie hier ist, weil das wäre sonst echt sauchschwer. Was ist das? Gegengift, Paralyser. Nee. Nee, 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 nee. Wenn sie hier nicht irgendwo ist, dann muss sie woanders sein, aber definitiv nicht da. Und ich habe auch nichts, um mich irgendwie zu heilen. Ja gut, klar, ich könnte jetzt so einen... Ja, mache ich auch. Komm, ich habe zwei davon. Sau viel Schaden. Was? Mehr. Danke. Weg. Aber auch hier ist die Fee nicht. Insofern war dieser Weg hier komplett umsonst. Cool, warum sonst? Oh, nö. Gab noch Fell. Dann gehe ich hier oben noch einmal lang. Ich glaube zwar nicht, dass ich sie hier finden werde, aber... Hätte mich auch gewundert, wenn... Ey, ich habe mein Gen wieder gesteigert. Doch eigentlich gute Sachen, ne? Die man da so herausfindet, so, wenn man das Gen steigert. Okay. Hier ist das Tor. Und hier sind wir dann genau in dem Bereich, wo sie sein sollte. Die kann halt hier... Boros Waldland, die kann hier überall sein. In zentraler Region gesichtet. Zentrale Region, das wäre jetzt, wenn das hier das ganze Waldland ist, würde ich sagen, ist es da. Aber da traue ich mich noch nicht hin. Bin ich des Wahnsinns. Gut. So, Leute. Ne, ich wollte eigentlich jetzt hier nicht. Ich wollte sagen... nicht kaputt machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und
Ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.